Ja. Aus nix kam er plötzlich. Weißt du, wenn du so ein bisschen Einheiten haben willst, nur um das Ganze hier irgendwie ansatzweise zu überleben. Ich kann halt das Ding hier auch nicht auf eine defensive Haltung stellen. Das ist halt wirklich so ein bisschen schlecht. Da ist er. Nein, er hat's überlebt. Sie greifen uns an. Scheiß auf die Balliste. Okay. Todesritter weg. Skelette sind hier nicht so wild. Die sollen mir recht sein. Da habe ich gerne eine Balliste für geopfert. Hauptsache ist, der Todesritter nimmt mir nicht 3, 5 Kreaturen hier weg. Das ist halt so dieses totale Micromanagement, wo ich mir halt denke, so, dafür ist das Spiel nicht so wirklich gemacht. Halt aufgrund der Eingabeverzögerung und hast du nicht gesehen. Ach du Scheiße. Oh, ich habe ja vergessen, dass hier ja noch Einheiten sind. So. Geht doch. Dann einmal die Bauarbeiter hier runterziehen. Sollen sie erstmal hier hinlaufen. Mal sehen, ob sie es schaffen. So, dann müssen wir eine Fähre bauen. Wir müssen nochmal hier rüber schippern, um hier Tyralion noch runterzuholen. Und so weiter und so fort. Wird das super? Ich glaube nein. Wird das toll? Vielleicht. Aber abwarten und Kakao trinken. So, einer ist angekommen. Wuppdidu. Und der andere hängt noch hier oben. Genau, warum auch nicht da oben einfach mal rumhängen? Das macht Sinn. Auf jeden Fall haben wir jetzt mehr Einheiten, als wir hatten, als wir vor zu Tyralion gelaufen sind. Und mit diesen mehr Einheiten können wir dann vielleicht ein bisschen besser überleben. Rede ich mir ein. So, und diese mehr Einheiten hier können wir eben da rüberlaufen, falls sie es schaffen. Ach, guck mal, da ist noch eine Fähre. Die ist mir jetzt eigentlich ein bisschen egal, aber sie ist da. So. Auf geht's, Jungs. Auf geht's, Jungs. Mir nach. Aber bis hierhin bitte, danke. So, dann können wir hier schon mal die Fähre anbauen hier. Ja, wir können die Fähre anbauen. Guten Deutsch. Ja, ja, ja. So, das nächste braucht 500 Holz. Die habe ich jetzt derzeit noch nicht, aber wir arbeiten dran. So. Ach, ich wollte schon sagen, irgendwo fehlt doch hier eine Einheit. Dich lassen wir mal hier. Weil es passen ja auf dem Schiff nur 6. Soll ich auch nur mit 6 darüber doktern für die paar Skelette hier. So. Na komm, bring mal eine hier was weg, damit ich das nochmal eben schnell entwickeln kann. Während alle sich einen Keks freuen. Dankeschön. So. Mir nach. Jetzt so ein bisschen aufpassen. Auf geht's, hier kommen Skelette. Auf geht's, Jungs. Sie greifen uns an. So, auch noch mehr. Auf geht's, Jungs. Platz da. Auf geht's, Jungs. Platz da. Platz da. Hey, Tyralion. Haben wir dir eigentlich schon zu Ende gesprochen? Ja, doch. Ja, doch. So. Frage ist, will ich den jetzt auch heilen? Boah, habe ich jetzt einfach mal gemacht. Ja, Milord. Es kann ja hilfreich sein, deswegen ist das jetzt nicht so verkehrt. Ja, Milord. So, habe ich jetzt insgesamt 6 Kampfeinheiten, das ist schon das Doppelte von dem, was ich vorhatte. Das ist okay. Du hier nochmal zu Ende heilen. Dankeschön.
So. Und speichern wir an der Stelle auf jeden Fall. Unter Gedöns. Und jetzt schippern wir dann nochmal rüber. Schauen wir, wie gut das laufen wird und so weiter und so fort. Das übliche. Schlimmer als schlimm wird es eh nicht. Schon unterwegs. Aye, Sir. Aye, Captain. Segel setzen. Aye, Captain. Aye, Sir. So. Auf geht's, Jungs. Platz da. Mal sehen, ob ich die irgendwie pullen kann, ohne den Turm hier dabei zu haben. Jungs. Ja. Platz da. Mira. Sie greifen uns an. Okay. Turalion hat zwar ein bisschen Hits abgekriegt, aber soll jetzt auch nicht so wild sein. So. Jetzt haben wir, glaube ich, nur noch die Türme. Wo ich ja nicht weiß, welcher Turm hier am ehesten meinen Weg behindert. Turalion hat mir eigentlich ein bisschen zu viel Zeug abgekriegt, aber abwarten. Natürlich, mein König. Für Lothar. Ach du Scheiße. Eine Lothar-Sache. Ich wollte gerade speichern, weißt du? Jetzt speichere ich auf einen anderen Slot. Was habt ihr jetzt davon? Für Lothar. Natürlich, mein König. Natürlich, natürlich, mein König. Eine Ebene. Aber wir hätten auch noch ahnen können, dass da als der Todesritter schon um Mecke kommt. Oh. Na gut, das sind nur ein paar Skelette, das ist jetzt nicht so wild. Natürlich, mein König. Und irgendwoher kommt noch anderes Zeug, Halleluja. Eine Zeit für Helden. Ja, bestimmt. Wo laufen die denn alle hin? Natürlich. Sollen sie doch weglaufen, ist mir doch egal. Ich bin erstmal hier. Du bitte auch nochmal. Dankeschön. Ah. Wir haben alles geschafft, was wir schaffen wollten. Ich finde gut, dass die KI dann an mir vorbeigelaufen ist. Ich finde das wirklich gut. Glorreicher Sieg für die Allianz. Hauptsache Allianz versichert. Ja? Also. Ne? Ich bin ein Pächter. Nein, ich weiß ja nicht. Ah. Hey, das war die erste Mission. Mir graute schon von der anderen. Heerscharen von Orks haben das dunkle Portal wiedererrichtet und belagern jetzt die Zitadelle von Nethergard. Nach wie vor verfügt die Horde über die feuerspeienden Drachen von Azeroth. Einige dieser Ungetüme haben sich bereitwillig mit den Orks verbündet. Ihr Anführer ist ein großer schwarzer Drache mit dem vielsagenden Namen Deathwing. Zur Entlastung der belagerten Streitkräfte von Nethergard wurde der Nath aufgetragen, eine Armee von New Stormwind dorthin zu führen und die Horde zum Portal zurückzudrängen. Sie müssen die Streitmacht von Azeroth anführen und diese Vorhut der Horde vernichtend schlagen. Denn wenn ihre Offensive Erfolg haben sollte, gerät der schwarze Morast unter die Kontrolle der Orks. Oh nein! Das geht doch nicht! Ah, nun gut, machen wir mal. Ach du Scheiße. Speichern. Damit wir das Intro nicht wieder und wieder machen müssen. Okay. Also das ist quasi Nethergard, das hier gerade ein bisschen zugrunde geht. Soll mir fast ganz recht sein. Du kundschaftest mal so ein bisschen aus, wo ich eigentlich hinlaufen kann. Da haben wir auf jeden Fall schon mal ein paar Orks. Die wollen wir so ein bisschen vernichten. Hier kommt mal bitte so einer mit. Und dann mal schauen. Ja. Die greifen uns an! Auf den Oger, der stinkt nach Fisch. So. Bitte auskundschaften, wo ich weiterhin hin kann. Da ist auf jeden Fall eine Goldmine. Hier will ich später irgendwann mal hin. Oh du Scheiße. Was? Wo kommen denn die auf einmal alle her? Das ist nicht so, wie ich... Warum greifst du nicht an? Sonst hast du doch auch so eine tolle Reichweite. Okay. Ja, Milord, was soll das? So, machen wir ein Haupthaus hier.
Machen wir da hin. Warum auch nicht? So, und jetzt müsste aber ein bisschen beschützt werden hier. Für die Allianz. Und dann mal schauen. Das wird besonders interessant, weil ja auch da in der Nähe schon irgendwie so ganz tolle Kanonentürme sind und sowas. Hier direkt bei so einem Übergang. Dann weiß ich ja, von wo ich mich so ein bisschen schützen muss. Eigentlich. Also hier kann nicht so viel kommen, glaube ich, hoffe ich. Aber es geht hier noch weiter. Ja, super. Okay. Das heißt, von da müssen wir uns auch so ein bisschen schützen. Okay, du machst einen Turm. Mach doch mal deinen. Ja, Milord. Du machst einen Turm. Mach doch mal deinen. Okay. Du machst ein Sägewerk. Dein. Ja, Milord. Von unten kommt hoffentlich nichts. Wir schauen mal. Milord. Erledigt. Ja, Milord. Ja, Milord. So, du gehst schon mal ins Holz. Ja. Alles klar. Du gehst ins Gold. Du baust ein Haus. Warum auch nicht? Aber da können wir noch nicht machen, wegen mangels Bauernhöfe. Erledigt. Ja. Und du machst auch ein Haus. Warum auch nicht? Das wird schon. Irgendwie. Glaube ich. So, hier wollte ich nochmal gucken, ob hier irgendwie der Rote herkommen kann. Weil ich mich gerade gewundert habe, wo die roten Orks herkommen. Also kam wohl von irgendwo irgendwie dahin. Erledigt. So. Hello. Dann gehst du mal bitte ins Gold. Warum auch nicht? Davon nur stehen ich gleich hier und baller hier alles gleich kaputt. Erledigt. Was? Nicht genug Gold? Jetzt aber. Milord? Du gehst auch erstmal ins Gold. Alles klar. Und du gehst ins Holz. So, zum Errichten weiterer Einheiten brauche ich wesentlich mehr Häuser. Ihn hier würde ich gern irgendwo verstecken, dass er jetzt nicht die ganze Zeit jetzt hier attackiert wird. Ich musste mal gucken, ob hier der Wald hier noch weitergeführt wird. Ach, da sind sie dann wahrscheinlich hergekommen. Okay. Ich verstehe. Gut. Milord? Map-Kenntnis kann immer von Vorteil sein, wenn man welche hat. Warum auch nicht? So, du machst bitte auch mal einen Turm. Also einen Ausbau zum Wachturm. Bin ich zumindest von da geschützt. Und die Roten müssten eigentlich hier entlang dann dahin kommen. Es kann natürlich sein, dass die KI intelligent ist und hier rumgeht und dann hier ein Überraschungsangriff daherkommt. Ich hoffe aber nicht. Ich hoffe es wirklich nicht. Aber man weiß ja nie. Erledigt. Das hast du toll gemacht. Okay. So, mit dem Bau des nächsten Hauses hier kann ich dann danach zumindest mal eine Arbeit bauen. Ist ja formidabel. Mal schauen. Ja, es geht heute noch. Was dauert das so lange hier? Was soll das? Du gehst zurück ins Holz. Hier machen wir einen neuen Arbeiter. Der macht nach seiner Fertigstellung macht er bitte auch ein Haus. Hoffe ich. Zu Diensten? Ja. Warum auch nicht? Ich werde schon attackiert. Na, Halleluja. So. Das fängt ja gut an. Hallo. Dann reparier erstmal, alles bevor du ein Haus machst. Dann macht mal einer von euch hier irgendwie ein Haus. Noch nicht. Alles klar. Damit ich sehr bald viele neue Einheiten habe. Wir haben hier theoretisch viel, viel Gold, was wir haben können, was wir gebrauchen können. Warum auch nicht? Ich weiß noch nicht, inwieweit das wirklich reichen wird. So, dann machen wir mal kurz hier Lucky Lucky. Speicher an der Stelle auch nochmal. Und die haben hier ein paar kleine süße Wachtürme. Danach startet aber nicht unmittelbar deren Wohnheim, hätte ich jetzt fast gesagt. Okay. So, und unser Missionsziel ist ja
Vernichten Sie alle Gegner, okay. Und dann lassen wir es überleben.